Herzlich willkommen bei Stadtmobil. Wie bucht und nutzt man ein Stadtmobilauto? Das zeigen wir dir hier im Video. Für die Buchung per App oder online brauchst du nur deine Kundennummer und das Internetpasswort. Bei einer telefonischen Buchung reichen die Kundennummer und der Name des Anbieters, bei dem du angemeldet bist. Die Buchungszentrale ist jeden Tag rund um die Uhr erreichbar, zum Beispiel auch, wenn während der Fahrt Fragen auftauchen. Buchungsbeginn und Ende können zur halben oder vollen Stunde festgelegt werden. Wenn du das Auto einmal länger benötigst als ursprünglich gedacht, bitte die bestehende Buchung verlängern. Das geht online oder telefonisch. Natürlich nur, wenn das Fahrzeug im Anschluss nicht reserviert ist. Wenn du den Wagen verspätet zurückbringst, fällt eine Überziehungsgebühr an. Wenn du deine Station noch nicht kennst, kannst du im Buchungssystem bei den Stationsinfos genau nachlesen, wo sie ist, wie du hinkommst und welches Zugangssystem du vorfindest. Bevor die Fahrt beginnt, bitte am Auto nach Mängeln schauen. In jedem Auto liegt ein Bordbuch, das eine Schadensliste enthält. Jeder Schaden, der dort noch nicht eingetragen und größer als 3 cm ist, muss vor Fahrtbeginn telefonisch an die Buchungszentrale von Stadtmobil gemeldet werden. Genauso, wenn das Auto übermäßig schmutzig sein sollte. Mit deiner Zugangskarte öffnest du das Auto direkt am Display an der Windschutzscheibe. Zum Öffnen kann man auch die Stadtmobil-App nutzen. Dafür müssen aber sowohl Handy als auch Auto Mobilfunkempfang haben. Deswegen empfehlen wir, die Zugangskarte immer dabei zu haben. Am Bordcomputer wird die PIN abgefragt, die du bei der Anmeldung zusammen mit deiner Zugangskarte bekommen hast. Dort gibst du deine PIN ein, entnimmst den Schlüssel und kannst das Auto sofort starten. Nicht wundern, oft ist das Lenkradschloss eingerastet. Bei Fahrtunterbrechungen das Stadtmobil bitte wie üblich mit dem Schlüssel verschließen und öffnen. Ganz wichtig, in allen Stadtmobilautos gilt striktes Rauchverbot. Im unwahrscheinlichen Fall einer Panne oder eines Unfalls erreichst du die Buchungszentrale rund um die Uhr. Weitere Hinweise dazu gibt es im Bordbuch. Das Tanken übernehmen die Stadtmobilkunden selbst. Hierfür bitte immer eine der bereitliegenden Tankkarten benutzen. Die Karten und eine genaue Anleitung findest du im Bordbuch. Der Wagen wird spätestens zum Ende deiner gebuchten Zeit mit einem mindestens viertelvollen Tank an der Station abgegeben, an der du ihn abgeholt hast. Bitte hinterlasse das Auto sauber. Nimm Müll und persönliche Gegenstände mit. Schalte Radio sowie Licht aus und schließe alle Fenster. Den runden Datenchip am Fahrzeugschlüssel in den Bordcomputer zurückstecken und den Wagen mit der Karte von außen wie bei Fahrtbeginn verriegeln. Wir wünschen gute Fahrt mit Stadtmobil.